So, meine lieben Zelda-Freunde, mal wieder ein flüchtiges Willkommen hier zurück zu Breath of the Wild. Und wir sind ja mittlerweile wieder bei den Goronen angekommen. Geronen gibt es, glaube ich, nicht hier. Aber Schreine auf jeden Fall. Denn irgendwo in der Nähe vom Marugo-Tunnel soll sich noch ein Schrein befinden. Den hatten wir eigentlich in der letzten Folge ja schon gesucht, haben dann hier drüben noch zufällig einen anderen Schrein gefunden, der gar nicht geplant war. Auch ganz cool. Aber jetzt gucken wir mal, wo sich der befindet. Wir hatten ja hier noch zwei Wächter platt gemacht. Und da unten ist ein Schatz. Da steht ein Schatz. Den lassen wir einfach mal stehen. Der Schatz kann einfach Schatz sein. Ja, ich habe gehofft, dass wir da irgendwie besser hochkommen. Aber jetzt dürfen wir trotzdem hochkraxeln. Ich glaube, ich hätte von oben irgendwo runterfliegen sollen, vom Vulkan aus oder so. Das wäre, glaube ich, deutlich besser gewesen. Naja, mal gucken. Können wir hier irgendwo stehen? Genau. Dann können wir hier nochmal fliegen. Über den Wolken mag die Freiheit wohl grenzenlos sein. Weiter weiß ich auch schon wieder nicht mehr. Ich bin nicht unbedingt so der Schlagerfreund. Aber naja, jedem das Seine. Und irgendwie scheint der Schrein noch ein bisschen weiter weg zu sein. Oder wir müssen dafür irgendwas machen. Das kann nämlich auch sein. Dann werden die nämlich, glaube ich, auch noch nicht angezeigt. Ihr sieht auf jeden Fall wieder feurig hier aus. Ja, da jetzt hochzukommen ist natürlich echt doof. Beim Marugo-Tunnel. Das ist eigentlich hier hinter. Okay, das ist ein bisschen steil eigentlich, ne? Das schafft er trotzdem. Respekt. Ich würde schon, ja, bei so einem Wenn überhaupt sofort abstürzen. Und er klettert hier fast kopfüberlang. Das ist dann schon recht nice. Ja, nee, das schaffen wir leider gar nicht. Das ist das Problem. Wir werden sterben. Ah, schaffen wir das darüber? Schaffen wir das darüber? Nein! Bleib da stehen. Ja, cool. Danke, du kannst da stehen bleiben. So. Es ist ziemlich heiß hier, glaube ich. Das Thermometer platzt gleich. Ja, und irgendwo in der Nähe vom Marugo-Tunnel sollte noch ein Schrein sein. Jetzt ist die Frage, wo ist der Marugo-Tunnel? Genau unter uns. Da unten bei den Specksteinklippen. Das sieht doch so verdächtig aus. Aber der Schrein... Messer zeigt auch nichts an. Da unten, das sieht so wirklich verdächtig aus. Aber da oben könnte es sein. Das hier sieht echt so verdächtig aus. Steinschlag. Das sieht auch so verdächtig nach einem Krog aus. Nö. Bist du ein Magmarock? Nee, ist auch kein Magmarock. Hä? Da ist ein Schild. Specksteinklippen. Ich habe keine Ahnung, warum die so heißen und was die für einen Sinn haben. Habe ich das eigentlich noch aktiviert? Ja, ist noch auf Schreine gestellt, also wenn der hier in der Nähe ist, wird er den anzeigen. Es sei denn, das ist wieder einer, den wir erst freischalten müssen. Dann glaube ich nämlich, wird er nicht angezeigt. Aber jetzt dürfen wir hier nämlich den Weg erstmal hochlaufen. Ich habe so keinen Bock. Ich würde lieber fliegen. Aber nö. Ach,
Oh, da oben. Da ist ein Tunnel. Hallo, Freunde. Was macht ihr hier? Darf ich mitmachen? Hm? Naja. Die scheinen irgendwie gar nichts zu machen. Maruo-Tunnel. Wir haben ein Hämmerchen. Mal wieder. Dahinter ist der Schrein. Er möchte irgendwas gekocht haben. Das ist definitiv klar. Ich kann nicht mehr. Hinter diesen Felsen ist irgendwo das Geheimnis des Helden. Ich habe mir vorgenommen, es zu finden, um zu beweisen, dass ich ein starker Gorone bin. Aber jetzt bin ich so hungrig, dass ich nicht weiterarbeiten kann. Bruder, jetzt verstehe ich dich endlich. Du hast nur getan, was du tun musstest. Ich habe eine Bitte an dich. Als sein Bruder, hilf ihm bitte. Geh einfach hier den Hügel runter. Dort sind Specksteinklippen, wo es das beste Felsenfilet gibt. Bitte bring mir ein saftiges Stück. Ich würde ja selber gehen, aber ja, meine Schaufelschulter bringt mich um heute. Gorunen Volkskrankheit Nummer 1. Ich bitte dich, das machst du, oder? Naja, ausnahmsweise mal. Tja, jetzt wissen wir auch, wofür die Specksteinklippen gut sind. Vielleicht sollte ich doch mal die Gegner dann vorher hier platt machen, weil wir bestimmt irgendwas tragen müssen. Und das ist dann schon etwas nervig. Vor allem mit den Feuerfällen hier. Tschüss. Ups, da hat es gerade gelackt. Ein klein bisschen. Komischerweise lackt es bei mir, wenn überhaupt, nur bei diesen Viechern. Ach, ich habe gleich das Masterschwert ausgerichtet. Ich schrotte schon wieder irgendwelche Waffen. So. Okay, gut. Hier war noch irgendwo ein Feuerslimely. Feuerslimely. Hat keinen Bock mit uns zu spielen. So, jetzt müssen wir gucken. Felsenfilet. Hehe, jetzt ist die Frage, wo finden wir das? Ja, jetzt liegen da haufenweise so eine Sachen rum. Das ist ja voll Zufall und. So. Wo auch immer die herkommen. Ist das irgend so ein Dinosaurier, der irgendwann mal gestorben ist hier oder so? Ja, mit Sicherheit. Genau. Ja, warum bekämpfe ich die überhaupt, wenn die jetzt schon wieder da sind? Warum? Warum mache ich das? Warum? Darukschirm ist jetzt einsatzbereit. Toll. Und unsere Flugfähigkeit ist auch gleich wieder da. Ja, hier. So. Der ist weg. Aber leider ist unser... Ist es jetzt komplett... Oh, nö. Das ist komplett wieder weg. Nee, das ist hier abgestürzt. Ah, das ist den Berg runtergerollt. Leben die jetzt wieder? Nein. Doch. Ist das der zweite oder ist das der erste? Nee, das ist der erste sogar, ne? Nee, der erste war hier vorne. Das dürfte der zweite sein. Der mit Feuerpfeilen schießt, das ist dann auch echt nervig. So. Das hast du dir so gedacht. Das ist aber noch einer, ne? So. Ja. Da versteckt sich noch einer. So, nicht mit mir, Junge. Das lackt gerade mal wieder. Okay, das lackt heftig. Warum auch immer. So.
Was habe ich mit dem Stein gemacht? Wieso ist der Stein auf einmal weggerollt? Und wo zur Hölle ist unser Felsenfilet hin? Ah, oh, das ist doch jetzt nicht wirklich den Berg abgestürzt, oder? Nochmal Feuerpfeile. Nein, es ist nicht den Berg abgestürzt, es ist einfach weg. Natürlich, natürlich, natürlich. Gut, dann geht's wieder los. Und ich hoffe, die spawnen jetzt nicht alle wieder. Die Steine sollten mittlerweile auch alle weg sein. Dann sollte das jetzt eigentlich ein Kinderspiel werden. Ja. Gut, die kommen nicht nochmal wieder, kommen keine Steine mehr. Dann sollten wir es jetzt definitiv schaffen. Und dann haben wir wieder den nächsten Schrein. Ach, cool. Ich glaube, da kommen gleich noch Gegner. Von da hinten könnten auch noch Steine kommen. Ja, da kommt erstmal ein Schleimi und noch ein paar Schleimis. Ja. Geh mir aus dem Weg. Ja, einer wurde überrollt. Da. Nicht den Berg runterrollen. Bitte nicht. Ich habe keine Lust, da nochmal komplett runterzulaufen. Das war schon nervig genug jetzt. Die drei oder vier Mal, die wir das schon machen mussten. Hallo, ich habe hier dein komisches Felsen-Dingsbums. Muss ich das grillen? Endlich, der Moment ist gekommen. Wirf es direkt in den Topf. Das ist eines der schönsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Was für ein erlesenes Felsenfilet. Ich muss sofort anfangen zu kochen. Oh, das sieht aber richtig schön aus. Es ist vollbracht. Das geröstete Felsenfilet ist fertig. Ist das etwa der unwiderstehliche Duft von geröstetem Felsenfilet? Bruder, Essen ist fertig. Guten Appetit. Bei allen Gletschern. Das sieht ja zum Sterben gut aus. Ich hau sofort mal rein. Ja, Hauptsache du machst mir gleich den Weg da frei. Es ist unbeschreiblich. Göttlich. Diese raue knirschende zwischen den Zehen. Dieses raue Knirschen zwischen den Zehen, das sich durch das Ganze. Dieses raue Knirschen zwischen den Zähnen, das sich durch den ganzen Körper fortsetzt. Der beißende Geschmack der Mineralien versetzt den Gaumen in Ekstase. Ein erbarmungsloser Angriff auf alle Sinne. Ich fühle mich groß und stark wie der Todesberg. Niemand kocht so gut wie mein Bruder. Ich bin pappsatt. Gut, jetzt wird gearbeitet. Nach dem Essen soll man eigentlich erstmal Pause machen. Gerundenangriff. Okay, heftig. Ich möchte nicht der Stein sein. Das ist es. Ich werde nicht mehr. Das Geheimnis des Helden. Steht nicht in Gerun ja genauso ein Ding? Das ist also das Geheimnis des Helden? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wie dem auch sei, eine Heldentat. Mein Bruder, du bist der Größte. Tja, die beiden feiern sich jetzt erstmal mega. Lass mich bitte durch. Ja, jetzt reagiert der Schreinsensor. Als wenn ich blind wäre. Aber, ja. Da haben wir ihn. Besser als nicht zu finden. So. Jetzt dürften wir aber auch, glaube ich, nur noch ein oder zwei Quests haben. Bretter der Gier. Hört sich seltsam an. Was ist das hier? Da kommen Rubine runter.
Jetzt nicht mehr. Ja. Bop, bop, das war richtig knapp. Das war gerade echt mega knapp zwischendrin. Rubine! Warte mal. Da kamen gerade ganz viele Rubine vorbei. Die Frage ist jetzt, ob die Rubine sich da unten jetzt ansammeln. Ich glaube, die sind an der Seite abgestürzt, oder? Ja, da kommt ja noch mehr. Nein! Hab da nicht drauf geachtet. Ich dachte, das wäre vorbei. Jetzt ist die große Frage, wie kommen wir an die Truhe da? Einfach hinfliegen. Super. Bombenpfeile mal 5. Wir haben ewig keine Bombenpfeile gefunden. Wir haben auch ewig keine verwendet. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn mittlerweile? Haben wir denn? Nein, du sollst nicht damit angreifen. Ich will gucken, wie viele Bombenpfeile wir haben. 45. Och jo, passt doch. Ansonsten ist hier nichts, ne? Keine Truhe. Das war ja ein Witz. Da kann man aber gut Rubine abstauben eigentlich. Aber ich will jetzt nicht nochmal runterlaufen. Rubine haben wir mehr als genug. Und wenn, dann finden wir ein paar Edelsteine oder so. 7 Stück. Eins fehlt noch. Dann können wir uns wieder, ja, was Neues erlauben. Wieder 2 Herzen holen. Cool. Ja, wo wir jetzt aber schon bei den Gorunden sind. Wir haben hier noch eine Quest, wo wir einen Magmarok besiegen müssen. Das können wir auch gleich mal machen. Dann haben wir das auch hinter uns. Weil die Quest brauchen wir definitiv, denke ich, alle. Für 100%. Ah, jetzt sind sie alle weg hier sogar wieder. Beim Darunia-See soll das sein. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, hier hinzufliegen. Wir fliegen mal lieber dahin, das ist, glaube ich, besser. Also teleportieren uns dahin. Weil da unten waren wir, glaube ich, unter einem Dach. Da hätten wir raufklettern müssen und so, das ist ein bisschen umständlich. Ich weiß gar nicht, können wir uns den per Quest anzeigen lassen? Wo sich der befindet, können wir gleich mal gucken. Gucken wir einfach mal. So, natürlich brennt schon wieder alles von uns. Wir wollten bei der Quest gucken. Ich war gerade schon wieder verwirrt, was ich machen wollte. Nee, wir brauchen... Ufer der Träume, Lehrgeld, Magmarok, am Darunia-See. Ah, da oben ist er. Wird sogar angezeigt. Cool. Dann müssen wir da mal hin. Wow, ein Steinviechchen. Ja, das läuft schon wieder mega gut. So, tschüss. Und bevor die Sachen abfackeln, nehmen wir die natürlich mit. Bam. So, die kann man auf jeden Fall auch noch gebrauchen. Ist die Frage, wir müssen da drüben irgendwo hin. Ich würde fast sagen, wir laufen hier noch ein Stück weiter. Und gehen dann da, ja, da hinten rüber. Das ist, glaube ich, besser als da komplett quer, kreuz und quer. Jetzt klettern wir lieber hier. Können wir uns hier noch so ein Viech holen. Da kommt sogar noch eins. So. Können wir nämlich hier hochklettern. Und jetzt können wir einfach mal darüber fliegen. Das ist dann nämlich deutlich einfacher. Ich lasse jetzt einfach mal den Schreinsucher an. Dann können wir nämlich nochmal zwischendurch gucken. Vielleicht ist hier ja noch, sogar noch irgendwo ein Schrein versteckt, den wir noch gar nicht gefunden haben. Das hätten wir eigentlich von vornherein machen sollen. Wir hätten mit Schreinsucher rumlaufen sollen.
Auch wenn es ein bisschen nervig ist manchmal. So. Beim Hammer ist das Ganze doch dann auch viel, viel einfacher. Fliegt nicht alles so durch die Gegend. Und ja, ach, der Marok ist noch viel weiter weg, ne? Ich dachte, hier vorne schon. Da haben wir wieder so eine komische Feuertaube, ne? Ja, die haben wir auf jeden Fall fotografiert. Nochmal ein schönes Foto machen. Nee, das andere ist besser. Uns fehlen aber echt noch so viele Tiere und so. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sein sollen. Die habe ich ja auch definitiv fotografiert, ne? Diese, ja, Eldin-Strauß. So, und wo ist jetzt da der Magmarok? Da unten. Das könnte der... Nee, das ist nicht der Magmarok. Nee, das sind auch keine kleinen, oder? Nee. Er müsste gleich kommen. Dahinter müsste der sein. Nochmal hier. Oh, ein Opal. Da hinten steht er doch. Das Problem ist halt, dass die Rüstung hier nicht die beste ist. Und ich hätte eigentlich mal ein bisschen... Wir haben noch Brandschutzmedizin. Das ist nice. Dann können wir nämlich die Rüstung wechseln. Müsste reichen. Und dann können wir nämlich den auch deutlich besser platt machen. Ja. Da hinten sind noch ganz viele Erze und so. Komm her, mein Freund. Ah, der Eisfall bringt irgendwie gar nichts. Wie kriege ich die Dings aus ihm raus? Ich weiß gar nicht, wie habe ich das beim letzten Mal gemacht? Doch. Das wirkt auf jeden Fall. Nur nicht immer. So. Jetzt hat er uns runtergeschmissen. Da hat er genug gehabt. Wow. So. Jetzt wirkt es auch wieder. Ja. Eigentlich können wir hier. Und platt ist er. Ja. So viel zu dem Thema. Zum Glück verbrennen die Edelsteine nicht. Ja. Cool. Schnappen wir uns da oben noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, alles Leuchtsteine, ne? Aha. Schnappen wir uns trotzdem mal schnell. Ja, mein Hammer. Da geht das ganz schnell. Wenn man sie auch mitnehmen würde. Wir brauchen nämlich für die eine Rüstung auch noch ganz viele Leuchtsteine. So, ansonsten... Ey, wird die Quest gar nicht abgehakt? Doch, hat sie. Der zeigt uns jetzt die Quest woanders an. Wahrscheinlich im Gerundorf. Ansonsten ist hier nicht viel, ne? Oh, ein hüpfender Magma-Schleim. Die Taube sitzt sogar in der Lava. Die sind echt... Ja. Hallo! Das ist voll fies, ne? Ich habe die gerade von hinten angegriffen. Und da vorne sind noch kleine Magmasteine. Bernsteine. Die können auch Rhodonit droppen. So, weg mit dir. Da oben war, glaube ich, noch
Ne, war hier nicht noch ein Magmastein? Nö. Und das Masterschwert ist wieder da. Noch ein Tentakel. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nicht viel, ne? Nö. Hm. Auch kein Schrein oder sowas in der Nähe. Wir klettern nochmal ganz kurz auf den Berg. Geht ja schnell, wenn wir schon mal hier sind. Können wir nochmal von oben schauen, ob wir noch was Interessantes entdecken. Oh, unsere Brandschutzmedizin ist weg. Hurra! Da können wir jetzt mal wieder wechseln. Wir brauchen die Rüstung ja nicht. So. Ja. Ansonsten würde ich sagen, das war's dann hier schon wieder, ne? Gut, dann gehen wir nochmal ganz schnell die Quest ab. Da im Gerundorf. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Ich denke so 50 Rubine oder so wahrscheinlich wieder. Wie so ziemlich für, ja, jede Quest hier. Vielleicht maximal 100. Oder einen Diamanten. Das wäre dann nice. Das wäre ein bisschen mehr. Aber naja. So, da vorne. Hallo, hallo, Goronis. Ich müsste echt auch noch auf jedem Dach gucken, ob sich da noch ein Krog versteckt, weil es ist oft so, dass auf den Dächern... Ich muss auch hier nochmal gucken. Manchmal haben die später nochmal Quests bekommen, wie zum Beispiel hier. Ach, das ist sogar der Magmarok besiegt. Was? Du hast den Magmarok an der Runde besiegt? Darf ich sagen, ich war's, wenn ich dir 100 Rubine gebe? Klar. Toll, dann sind wir uns einig. Bitteschön. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch die anderen besiegen hier in der Nähe. Danke, ich muss meinem Meister von dem Magmarok erzählen. Jetzt wird er sicher irgendwas machen. Ich hab's nicht schnell genug gelesen. Tja. Gut. Wir können auch mal gucken, ob er jetzt eine neue Quest hat, aber ansonsten... Hm. Ja. Er sagt was mit Hm. Und er sagt Hmpf. Sind alle sehr gesprächig hier. Hmpf. 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 Bestimmt so eine Sprache hier. Hmpf. Gut. Wir können Goronisch. Und damit würde ich sagen, ja, reicht's jetzt auch schon wieder. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier nochmal kurz um. Vielleicht gibt es ja noch wieder eine neue Quest oder so. Aber ansonsten, ja, war es das erstmal. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch mal eine Pause machen. Ist schon wieder lang genug gewesen. Und ja, speichern und so. Bis zum nächsten Mal. Ciao.